Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in der Tat, man hat nicht jeden Tag den gleich guten Tag und es wird sicherlich noch einiges zu klären sein über das, was hier passiert ist. Wir haben aber in unserer Fraktion Arbeitsteilung und ich vertrete die Weiterbildung in unserer Fraktion und dazu rede ich jetzt. Und zwar finden wir den Teil, der im Einzelplan 5 die Weiterbildung betrifft, sehr erfreulich. Wir haben 100.000 ein Plus für das Berichtswesen. Als Auftrag der Weiterbildungskonferenz in 2012 haben sich die unterschiedlichen Weiterbildungsträger mit dem MSW das Berichtswesen in mühevoller Arbeit erneut erarbeitet. Eine Investition, die sich lohnen wird in 2016, damit wir in 2017 die entsprechenden Zahlen haben, um die künftige Ausrichtung der Weiterbildung zu sehen. Wir legen noch mal nach im Bereich Analphabetismus und Grundbildung. Und das ist gut so, denn das Alpha-Netz, wo die Ministerin die Schirmherrschaft hat, hat sich getragen. Denn wir müssen, glaube ich, das ist einvernehmlich, registrieren, 1,5 Millionen Analphabeten in unserem Land ist beschämend für ein Land von unserem Standard. Wir legen aber auch noch mal kräftig nach, wenn wir in den Grenzen der Weiterbildung denken, nämlich für die Sprachkurse der Flüchtlinge. Da haben wir dieses Jahr schon was gemacht und für 2016 wird dieser Betrag nochmals verdoppelt. Und wir haben das gemacht zu einem Zeitpunkt, als noch nicht absehbar war, dass der Zustrom von Menschen, die in ihrem Heimatland keine Zukunft mehr sehen, nicht abreißt. Hier hat die Weiterbildung gezeigt, auf welchem hohen Niveau sie arbeitet, wie groß Bereitschaft und ihr Können sind, auf veränderte Lebenswirklichkeiten im Sinne des Gemeinwohls schnell zu reagieren. Sie konnte und sie hat mit aller Kreativität diese Kurse eingerichtet. Für Menschen, die auch teils länger schon bei uns leben, bestand endlich die Chance, unsere Muttersprache zu erwerben und Barrieren zu überwinden. Lange Jahre nahm die Weiterbildung eine Randposition in unserem Bildungssystem ein. Das hat sich aber geändert. Nämlich 2010 ist nicht nur die letzte Kürzung zurückgenommen worden, die Umsetzung der Weiterbildungskonferenz, die die Ministerin eingesetzt hatte, bezog sich nicht nur auf das Berichtswesen oder die Wiedereinführung des Berichtswesens, sondern auch hinsichtlich des Landesbeirates und der neu eingerichteten Stelle für den Support bei Qualis, was die Weiterbildung besonders wichtig empfindet. Uns ist bewusst, dass die Herausforderungen in der kommenden Zeit noch groß sein werden. Wir brauchen nicht nur mehr Plätze in Kita und Schule. Es gilt nachzuholen, was bisher noch nicht erledigt war, und das betrifft sicherlich auch die jungen Erwachsenen. Aber viele Menschen, die zu uns kommen, haben in ihrer alten Heimat keine Schule besuchen können. Das werden sie bei uns nachholen, wenn sie wollen. Viele Menschen, die zu uns kommen, haben in ihrer alten Heimat keinen einen Berufsabschluss erworben, der aber nicht den Anforderungen unserer Arbeitswelt entspricht. Und diese werden wir nachqualifizieren müssen. Viele Menschen, die zu uns kommen, haben in ihrer alten Heimat ein Gemeinwesen erlebt, welches ganz anders ist als das unsere. Die enormen Vorzüge unseres demokratischen Systems, unseren Rechtsstaat, unsere Freiheit in der Gesinnung und die Gleichwertigkeit jeden Menschen müssen wir vermitteln. Dies ist die Herausforderung, die sich nicht nur unser Bundesland zu stellen hat, sondern auch der Bund. Und die Weichen werden jetzt gestellt, damit das Wir in unserem Land für alle Menschen gelingen kann. Alle brauchen den Einstieg und den Aufstieg. Der vorliegende Haushalt, insbesondere für die Weiterbildung, setzt die entsprechenden Zeichen und ich lade alle ein, mit Ihrem Votum diesem Haushalt zuzustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.